Hallo, liebe Aufrufer. Eine Lichtgeschwindigkeit hier heute am Dienstag, den 31. Juli 2012. Und ich habe einen Nachtrag aus der Süddeutschen Zeitung, der mir doch interessant war, nämlich zum Stichwort Adorno sprachlos. Adorno ist ja bekanntlich dieses Füllwort, was mehr oder weniger gedankenlose Feuilletonschreiber insbesondere oder Bücherladen, Ausstatter immer wieder benutzen, wenn ihnen sonst nichts einfällt, dann versuchen sie mit dem Hineinsetzen des Wortes Adorno irgendeinen Sinn, Bildung, irgendeinen Anspruch vorzutäuschen. Aber das Charakteristische ist dabei, wenn das Wort Adorno fällt, kann man davon ausgehen, dass überhaupt gar kein Argument kommt. Das ist dann nur Adorno. Ich mache also mal jetzt eine Probe hier, nämlich die Süddeutsche Zeitung von gestern hat das durchgespielt, hier Süddeutsche Zeitung aus München. Und dann das ist die beliebte Übung im Feuilleton. Oder hier unter der Überschrift Schule und Hochschule. Schule und Hochschule, das bezieht sich doch auch schon ausdrücklich auf Bildung. Und da ist also ein Artikel, der heißt Sprachlos. Sprachlos. Ja, dieser Artikel ist geschrieben von einem Autor, Johann Osel, war mir bislang nicht untergekommen, Johann Osel. Der schreibt also Folgendes, sprachlos. Es geht um das sinnlose Füllwort Adorno, mit dem im Grunde das Prinzip, die Partei, die hat immer Recht und wer Recht hat, der hat immer Recht. Adorno, der falsche Prophet, der unter dem geklauten Stichwort Kulturindustrie gesagt hat, die Aufklärung vernichtet die Menschheit, die Aufklärung ist dialektisch, dieses Büchlein von Adorno Horkheimer 1947, unabgeschlossen, die Dialektik der Aufklärung. Also bis heute jedenfalls hat Adorno mit der Vernichtung der Menschen und der Welt durch die Aufklärung nicht recht gehabt, aber die Atombomben gab es schon vor Adornos Büchlein von 1947, also wir müssen uns nichts vormachen über die sozusagen Propheten retrospektiv. Das ist wieder Marxismus, der also die Geschichte rückblickend interpretiert, um dann aber mit dieser Afterwissenschaft prospektiv keinerlei Ansagen machen zu können, nämlich es ist auch keine Geschichtsphysik bei Marx, sondern es ist Blenderei und deshalb funktioniert es nicht. Und Marx hat aber, ähnlich wie Adorno, auf den Untergang der Welt nach dem Motto nach Auschwitz keine Lyrik, Marx auch täglich den Durchbruch des Kommunismus erwartet, indem seine dialektische Analyse gesagt hat, der Kapitalismus richtet sich selbst zugrunde und geht dann durch die Übergänge in den Kommunismus über. Hier ist also Adorno, der tolle Prophet, und ich gebe hier die kleinen Proben, damit man weiß, worum es geht. Sprachlos. Zur jüngsten Studentenschelte von deutschen Professoren. Das Fazit des Autors ist vernichtend. Die deutsche Sprache werde von Ignoranten und Eseln misshandelt. Ja, zerfetzt, zerzaust und zerfleischt. Ursache sei die Sprachschändung durch Verknappung. Zitat, falls einem Narren irgendeine neue orthografische Ungeheuerlichkeit einfällt, die einen Buchstaben erspart, so schreibt er sie sofort hin und 100 anderen Narren gilt sie als klassische Autorität. Sie schreiben sie nach. Und die Schuld daran, ganz klar, haben die neuen Medien. Diese sollten mit einem Warnhinweis für Heranwachsende versehen werden, damit man, Zitat, daraus ersieht, wie man nicht schreiben soll. Die Jugend lese ja immer das Neueste und denke dann, es handele sich um korrektes Deutsch. Lerne Sprachschnitzer und schmutzigen Buchstabengeiz. Das sind Zitate.
die in dieser Suada, also in dieser Schimpfrede, in diesem Schimpftext, gerügten neuen Medien sind die Zeitungen, die Massenpresse, die sich in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts durch neue Druckverfahren etablierte, und der Kritiker, dem Wortschatz und Grammatik in diesen Medien damals solche Pein bereiteten, ist der Philosoph und Hochschullehrer Arthur Schopenhauer, ausweislich seiner Vorlesungen und Abhandlungen im handschriftlichen Nachlass. Fast 200 Jahre später hat sich der Typus des über Sprachentwicklungen polternden Professors offenbar wenig verändert. Studenten hätten massive Probleme mit Rechtschreibung und Grammatik. Zudem fehlten vielen Erst- und Zweitsemestern Lesekompetenz sowie die Grundlagen der Satzbaulehre, wie vergangene Woche eine Umfrage unter mehr als 100 Professoren an geisteswissenschaftlichen Fakultäten ergab. Jetzt kommt's. Das Ideal vom jungen Studiosus mit dem Adorno in der Tasche gehört vergangenen Zeiten an. Das Ideal vom jungen Studiosus mit dem Adorno in der Tasche. Es ist nicht zu fassen, denn nun kommt gar nichts, warum und was man sich unter dem Ideal von diesem Adorno vorstellen soll oder was der Autor sich vorstellt oder was gemeint wäre. Ein Problem ist die mangelnde Fähigkeit mancher Studenten, selbstständig zu formulieren und zusammenfassende Texte zu schreiben, sagt etwa der Bayreuther Germanist Gerhard Wolf. Viele Studenten könnten kaum noch einen Gedanken im Kern erfassen. Und so weiter. Die Flapsigkeit und Schludrigkeit von Beiträgen in sozialen Netzwerken und E-Mails und Kurznachrichten. Der Vorwurf ist zu pauschal, denn wer sind die Studenten, bei denen es Defizite gibt? Jeder 20., jeder 10. oder alle? Eine Abfrage der Einschätzungen von Professoren ist hier ungenau. Digitale Medien und Grammatik gegeneinander auszuspielen ist zudem gewagt. Sprache lebt, sie ist immer Ausdruck ihrer Zeit. Abweichungen und Jargon schleichen sich ein, werden allmählich allgemein gut. Jeder sprachhistorische Atlas zeugt davon. Schopenhauers Vorlesung geht etwa hart mit den Balladen des Dichters Ludwig Uhland ins Gericht, welche zur Schande des deutschen Geschmacks reissierten. Aus heutiger Sicht würde man Uhlands Verse wohl als Sprachideal betrachten. Die Vorstellung vom jungen Studiosus, dem die Adorno-Taschenausgabe aus dem Sakko ragt, oder vom sprachverliebten Salondebattierer im Studentenausschuss, derlei Romantisierungen müssen Professoren aber beerdigen. Nicht nur wegen doppelter Abiturjahrgänge, sondern auch durch den allgemeinen Trend zur akademischen Bildung und die Öffnung der Hochschulen für bisher unterrepräsentierte Gruppen gibt es so viele Erstsemester wie noch nie zuvor. Wenn mehr als die Hälfte eines Jahrgangs studiert, ist das erfreulich, es sinkt aber zwangsläufig das Niveau. So, und hier nochmal ein Stückchen weiter. Die junge Generation wird mögliche Mängel beim Textverständnis kaum im Studium beheben. Der Bachelor lässt wenig Zeit für ehrliches Interesse am Fachgegenstand. Würde ein Germanistik-Bachelor im ersten Semester den Zauberberg von Thomas Mann lesen, ohne ein Modul, das es ihm vorschreibt, er hätte zumindest Probleme, den 1000-Seiter in sein Curriculum zu integrieren. Also der Roman Der Zauberberg von Thomas Mann umfasst, je nachdem wie groß die Schrift ist, etwa 1000 Seiten. Gut, das kann man dann nicht lesen, wenn man in so einem Blitzstudium mit geringer Eingangsbildung untergejubelt wird. Also Johann Oesel schreibt hier zusammenfassend, mit dem Finger auf Facebook zu zeigen und dabei den Untergang des Abendlandes zu beschwören, damit macht man es sich jedenfalls zu einfach. Also, ich wiederhole nochmal kurz die Beschreibung, wie Sprache nämlich in ihrer Zeit entsteht. Digitale Medien und Grammatik gegeneinander auszuspielen ist zudem gewagt, Sprache lebt,
Sie ist immer Ausdruck ihrer Zeit, Abweichungen und Jargon schleichen sich ein, werden allmählich Allgemeingut. Jeder sprachhistorische Atlas zeugt davon. Ja, so ist es, so muss es auch sein. Und die Behauptung, dass beispielsweise nachwachsende Generationen das, was sie sagen müssen, nicht sagen könnten oder nicht verstehen würden, das ist ein sehr weites Feld. Im Großen und Ganzen muss man aber sagen, alleine die Formen ändert sich, Sinn, Gehalt, Emotion, Intelligenz und so weiter sind im Großen und Ganzen aufsteigend. Das geht bis hin, dass man sagt, die kurzgefassten Kulturtechniken von heute sind schlicht und einfach schneller und damit sind sie marktauglicher. Das kann ja für jemanden, der als Rentner geboren wird und nichts anderes zu tun hat, als Thomas Mann Romane zu lesen, egal sein, aber als Maßstab für unsere Massengesellschaft können diese Maßstäbe nicht gelten. Und solange in solchen angeblich kritischen Artikeln immer noch das Wort Adorno sinnlos eingesetzt wird, ist sowieso überhaupt nicht mal daran zu glauben. Also wenn schon die Argumente nicht überzeugen, dann ist auch die ganze Diktion herbeigezogen und anmaßend. Und damit der sprachlose Adorno verschwindet nicht in den Sakkotaschen, sondern er ist gar nicht da. Schönen Dank.